Wir brauchen Lieferketten. Sie sind das Herzstück unseres globalen Handels. Doch erst Corona, dann Krieg in der Ukraine, dann die hohe Inflationsrate mit knapp 8%. 2022 musste die energieintensive Stahlindustrie aufgrund der steigenden Gas- und Ölpreise ihre Produktion drosseln. Dann immer wieder Probleme am Suezkanal. Der Hauptschifffahrtskanal ist die maritime Seidenstraße, die den Schiffen den Weg um Afrika erspart. Der Kanal wurde 2021 durch eines der größten Containerschiffe der Welt blockiert. Jeden Tag führte das zu Verlusten von 12 Millionen Dollar. Auch auf dem digitalen Wege werden Lieferketten lahmgelegt. 61% aller Cyberangriffe richten sich gegen Lieferketten. Wer gezielt die Lieferketten schwächt, schwächt gezielt die Wirtschaft ganzer Staaten. Geht das alles spurlos an uns vorbei? Ich habe es erst neulich wieder hautnah erlebt, als ich mir im Lidl meinen Lieblingshonig, ich liebe cremigen Honig, kaufen wollte. Es war ausverkauft. Haben wir nicht mehr auf Vorrat, ist aber bereits bestellt, haben sie gemeint. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Wir leben doch in einem zivilisierten Land. Wie kann das sein? Und dann habe ich es erst gecheckt. Gerade weil wir so global und gut vernetzt sind, leiden wir ganz besonders darunter, wenn die Lieferketten ausfallen. Hier siehst du mal, wie stark die deutschen Einzelhändler 2022 mit Lieferproblemen kämpften. 90% der Lebensmittelhändler spürten in der Anfangsphase den Ukraine-Konflikt. Kannst du dich noch erinnern, wie leer die ganzen Regale waren, weil jeder wie ein irrer Klopapier gekauft hat? Mehl, Öl, was auch immer, war alles ausverkauft. Am Schluss hast du selbst das Bio-5-Lagen-Klopapier für 7 Euro eingekauft. Die befragten Einzelhändler über alle Branchen mussten übrigens 2022 mit einer durchschnittlichen Lieferverzögerung von bis zu 12 Monaten rechnen. Das ist ein Jahr, bis Material aus China bei uns ankommt. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt für 2022 die Kosten für gestörte Lieferketten und die hohen Energiepreise wegen Corona und der Ukraine-Krise auf 120 Milliarden Euro. Hohe Kosten in der Lieferkette entstehen außerdem durch Abstimmungsprobleme zwischen Produzenten, Lieferanten und Verbrauchern. Fachleute sprechen dabei vom Bullwhip-Effekt. Der Bullwhip-Effekt verursacht peitschenartige Schwankungen in der gesamten Lieferkette. Diese Schwankungen treffen besonders hart die Lieferanten am Anfang der Kette. Als Beispiel fällt mir ein Ventilator ein. Im Sommer braucht jeder sofort einen Ventilator. Die Nachfrage steigt von 0 auf 100 instant. Stop and go. Der Ventilatorenhersteller muss sofort reagieren. Ist genügend Lagerpuffer da? Kann ich die erhöhte Nachfrage bewältigen? Wie spare ich Kosten, wenn die Nachfrage im Winter wieder stoppt? War das schon alles, was den Lieferketten schadet? Nope, ich habe noch eins für dich. Ist ein ganz heißes Pflaster. Gefälschte Markenprodukte. Der deutsche Zoll beschlagnahmte 2021 knapp 20 Millionen gefälschte Waren ganz unterschiedlicher Branchen. Der Wert dieser Plagiate umgerechnet 315 Millionen Euro. Im Grunde kannst du heutzutage alles faken. Ob Handtaschen, Uhren, ganze Industrieanlagen und noch viel schlimmer, ganze Elektroartikel, Handys, Föhn, Toaster, die vielleicht gar nicht den Sicherheitsstandards entsprechen oder gefakte Medikamente, die giftige Stoffe enthalten. Hier geht es längst nicht mehr um unnötige Kosten, hier geht es um unsere Gesundheit. Was können wir als Teilnehmer vieler globaler Lieferketten tun, damit wir keine gefakten Medikamente mehr einnehmen, jeder von uns Zugang zu Produktinformationen erhält, wir umweltfreundliche Produkte konsumieren und dabei die Transportkosten senken? VeChain zählt zu den ältesten Blockchain-Projekten, welches nachhaltige Lösungen für Lieferketten und Datenmanagement anbieten möchte. Das chinesische Unternehmen VeChain Technology wurde 2015 von Sunny Lu und Sang gegründet. Lu arbeitete davor als IT-Leiter bei Louis Vuitton China und Sang davor als Senior Manager bei PwC. Die VeChain Foundation als Teil des gesamten VeChain-Ökosystems unterstützt das Projekt vom europäischen San Marino aus. Das Projekt hat sich mittlerweile von seinen asiatischen Wurzeln international nach Europa, Asien und Amerika verbreitet. Mehr als 300 Unternehmen setzen dabei auf die sogenannte VeChain Toolchain. Die VeChain Toolchain ist die Anwendungsplattform für die Unternehmen. Sie baut auf der VeChain Tor Blockchain auf. Das siehst du hier, das ist der Pfeil. Zoomen wir mal an diese VeChain Toolchain ran. Innerhalb der VeChain Toolchain finden die Produkte auf drei unterschiedlichen Ebenen statt. Ganz unten
Blockchain as a Service, dann Plattform as a Service und oben Software as a Service. Zu den drei Lösungen konkrete Beispiele. Beginnen wir ganz unten bei Blockchain as a Service. Ein Riesenunternehmen mit eigenen Inhouse-Entwicklern hat ganz individuelle Anforderungen und konkrete Vorstellungen, muss massive Daten nach oben hochladen, um all die eigenen Anwendungen am Laufen zu halten. So ein Unternehmen würde jetzt die Blockchain as a Service-Lösung nutzen. Denk zum Beispiel an Krankenhäuser oder große Luxuskonzerne. Hier gehen die Anwendungsfälle über das reine Lieferkettenmanagement hinaus. Das chinesische Renyi-Krankenhaus führte die erste blockchain-basierte Service-App MyBaby für die künstliche Befruchtung ein. Bei MyBaby erhalten nur die Eltern oder autorisierte Personen wie Ärzte sensible Echtzeitdaten rund um die Entnahme und die Bewertung der befruchteten Eizellen. Blockchain as a Service von VeChain. Auch Staaten wie der Zwergstaat San Marino inmitten von Italien nutzt Blockchain as a Service, um seinen Bürgern einen digitalen Impfpass auszustellen, der den Standards der Europäischen Union entspricht. Die Lösung Plattform as a Service bietet Unternehmenskunden die Möglichkeit, schneller ihre eigenen Anwendungen auf Basis von Vorlagen zu erstellen. Die reale Umsetzung geht schneller und einfacher als bei der Blockchain as a Service Lösung, weil ein Unternehmen gar keine riesigen Blockchain-Vorkenntnisse braucht. Schnittstellen verbinden die Blockchain-Anwendungen mit den herkömmlichen IT-Systemen. Walmart nutzt die Lösung Plattform as a Service. Der Einzelhandelskonzern war 2022 auf Platz 1 der Top 500 aus der Fortunes-Liste und damit eines der umsatzstärksten Unternehmen überhaupt, der größte private Arbeitgeber der Welt. 2019 startete Walmart China seine eigene Tracking-Plattform auf der VeChain Toolchain. Die erste Charge von 23 Produktlinien wurde eingerichtet. Hersteller und Lieferanten teilen die Daten und Kunden können diese mittels QR-Code in Echtzeit abrufen. Software-as-a-Service-Lösungen zu guter Letzt sind verschieden zusammengeschnürte Pakete für das Tracken in unterschiedlichen Industriezweigen. Ein Modelabel kann mit der Software den ökologischen Fußabdruck seiner Lieferkette tracken. Ich als Kunde werde auf einmal in diese Lieferkette mit einbezogen. Ich könnte jetzt ganz genau über die Blockchain einsehen, ob ich hier auch wirklich ein nachhaltiges Bio-Baumwollhemd kaufe und wie viel CO2 ich mit dem Kauf hinterlasse. Das stärkt mein Vertrauen in ein gutes Produkt und bindet mich stärker an die Marke. Für das jeweilige Unternehmen ist das noch viel besser, denn es ist das perfekte Marketing. Wir tun alles für den Verbraucherschutz und die Nachhaltigkeit, volle Transparenz bereits ab der Produktion. Oder die Lebensmittelindustrie trackt Nahrungstransport aus Sicherheitsgründen. Ich kann checken, ob mein Black Angus Steak auch wirklich frisch aus Irland kommt und nicht 8 Wochen zuvor auf dem Schiff gegammelt hat. Das hat sich wohl DeCecco, der drittgrößte Nudelhersteller weltweit, auch gedacht, als er 2020 VeChain mit der MyCare-Methode integrierte. MyCare ist von der Klassifikationsgesellschaft DNV nach internationalen Standards verifiziert und hilft, Infektionsketten durch das Tracking rechtzeitig aufzudecken. DeCecco setzt das Tracking während der Herstellung in seinen Nudelfabriken und Ölmühlen ein. Neben Blockchain und Software bietet VeChain auch die passenden Hardwareprodukte, sogenannte NFC-Chips, an. NFC beschreibt dabei die kontaktlose Datenübertragung über elektromagnetische Wellen. Ob Logos, Sticker, die auf die Flasche direkt geklebt werden, oder Kartenchips, die direkt in eine Luxushandtasche eingebettet werden. Die Formen sind ganz unterschiedlich. Die Chips bilden die Brücke einerseits zwischen dem realen Produkt der Außenwelt und andererseits der Blockchain über den IoT-Layer. Wenn ich jetzt wissen will, ob meine Handtasche eine echte Gucci ist, könnte ich die Tasche abscannen und den Produktionsort direkt abrufen. Das waren jetzt Lebensmittel und Handtaschen als kleinere Produkte. Was wir aber noch gar nicht auf dem Schirm haben: Autos setzen sich aus unglaublich vielen einzelnen Bauteilen zusammen. Dabei den Überblick nicht zu verlieren, ist ziemlich schwierig. BMW arbeitet seit 2019 mit VeChain an einem digitalen Fahrzeugausweis. Das Pilotprojekt heißt Verify Your Car. Der Ausweis soll die Fahrzeugherkunft transparenter tracken, indem ein Auto eine eindeutige VeChain-ID erhält und entsprechende smarte IoT-Geräte ins Auto eingebracht werden. Immer dann, wenn eine Batterie, ein Luftfilter oder ein gefakter Kilometerzähler auf dem Zweitmarkt gewechselt wird, wird fleißig protokolliert. Falls ich zum Beispiel mit meinem
BMW 8er Cabrio einen Unfall bauen sollte, was ich niemals hoffe, oder beim Kundenservice anrufe, werden die Daten automatisch an die VeChain Tor Blockchain übermittelt. Alles kommt auf die Blockchain. Es entsteht eine einheitliche und stets aktuelle Datenbank für mein Cabrio von der Produktion bis das Auto eines Tages auf dem Schrott landet. Eine Übersicht über die wichtigsten Industriepartner siehst du abschließend hier. Bayer aus der Pharmaindustrie gehört zum Beispiel dazu oder LVMH. Das ist der Mutterkonzern von Louis Vuitton aus der Textilindustrie. Ebenso pflegt VeChain enge Beziehungen zu den strategischen Partnern PwC und DNV. PwC zählt zu den Big Four der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und DNV zu den weltweit größten Klassifikationsgesellschaften, unter anderem für die Schifffahrt. Übrigens, 2020 verlieh der TÜV Saarland VeChain das weltweit erste Zertifikat für einen 5-Sterne-Blockchain-Service als Ausdruck der Reife und realen Einsatzfähigkeit des Netzwerks. Dieses Bewertungssystem wurde sogar von der Zertifizierungsverwaltung aus China zur Verwendung zugelassen. Das ist ja alles schön und gut, doch wozu gibt's bei VeChain Kryptowährungen? Anders als bei vielen anderen Blockchains verwendet VeChain zwei Kryptowährungen, zwei Tokens, den VeChain-Token VET und den VTOR-Token WTHO. VET wird verwendet, um als Medium die Werte auf der Blockchain hin und her zu transferieren. VET wird auf der höheren Ebene für die Geschäfts- und die Finanzaktivitäten verwendet. VET ist außerdem der Staking-Token, der das ganze Netzwerk absichert. Ohne VET können sich die Knotenbetreiber auf keine gültigen Blöcke einigen. Und ohne eine stabile Blockchain gibt's all die tollen Lösungen nicht. WTHO dagegen ist der Token auf der darunterliegenden Ebene, um die Blockchain überhaupt zu nutzen. Er dient als Treibstofftoken wie ETH für Ethereum. Will ein Unternehmen Informationen auf der Blockchain tracken, muss es eine Gebühr in WTHO bezahlen. Und jetzt kommt's, ich finde das unglaublich genial. Hat ein Nutzer wie ein Unternehmen VET, erzeugen diese VET immer automatisch neue WTHO-Tokens. Ein Unternehmen kann die Blockchain also so lange kostenlos nutzen, solange es weniger WTHO verbraucht, als es durch das Halten von VET erzeugt. Ist das Unterfangen jedoch größer, als das Unternehmen an WTHO-Puffer hat, müsste das Unternehmen zusätzliche WTHO erwerben. Das Tokenangebot von WTHO wird dementsprechend stetig angepasst und hat anders als VET keine Maximalsupply. Weil ein Unternehmen nicht im VET, sondern im WTHO bezahlt, bleibt die Nutzung unabhängig von den starken Schwankungen im Kryptomarkt. Mehr zum Dual-Token-System und dem Konsensusmechanismus findest du in meinem Video zu VeChain einfach erklärt. Den Link habe ich dir unten angepinnt. Leute, ich muss ehrlich sein, auch wenn VeChain ein super Beispiel dafür ist, wie Unternehmen Blockchain sinnvoll nutzen und eine Kryptowährung einen sinnvollen Beitrag dazu leistet, mit VeChain allein wird nicht sofort alles besser werden. Die Blockchain wird nicht unsere Lieferkettenprobleme verhindern, die Umwelt oder unsere Gesundheit retten. Wir werden weiterhin neue Produkte konsumieren, die wir je nach Tages- und Jahreszeit nachfragen. So funktioniert unsere Wirtschaft. Manche Unternehmen werden weiterhin Greenwashing betreiben und versuchen, die Auflagen zu umgehen. Menschen werden weiterhin falsche Medikamente in den Markt einschleusen, um Gewinne abzuschöpfen. Es wird weiterhin Cyberangriffe auf die Lieferketten geben. Es wird weiterhin Kriege auf dieser Welt geben, die den globalen Handel außer Gefecht setzen. Doch hey, ich glaube immer an das Gute. Ich glaube, dass wir mit Blockchain-Projekten wie VeChain nicht alle Lieferkettenprobleme vermeiden können, aber reduzieren. Durch eine Transparenz auf allen Stufen, vom Produzenten bis zum Verbraucher. Und das ist doch ein Anfang, oder? Vielleicht kann ich eines Tages meinen VeChain-getrackten Bienenhonig verfolgen und stehe nicht wieder vor leeren Regalen. Bis dahin muss ich mich wohl mit Krypto vergnügen.